Liebe SEO-Freunde da draußen, ich sitze hier am Tag des Kölner Suchmaschinenoptimierung-Konferenz, der SEO-Day, und habe mir einen sehr besonderen Speaker auf meine Rechten geholt. Und das ist der Hans Kronenberg, bekannt von SEO-Strategie. Und seit September unterstützt er das Team bei Systrix. Und vielleicht erzählst du mal kurz was über dich. Ja, du sagtest es, seit September bin ich jetzt bei Systrix. Davor, ich habe BWL studiert in Münster, war eine Zeit lang im TV-Bereich unterwegs, dann seit 10 Jahren etwa bei Internetplattformen, dass ich dort Marketing gemacht habe. Es hat sich ganz schnell ergeben, das effizienteste Marketing für Internetplattformen ist Suchmaschinenoptimierung. Habe mich dort eingearbeitet, klappte so gut, dass ich irgendwann dachte, ich mache mich damit selbstständig. Das habe ich die letzten 3, 4 Jahre gemacht und habe jetzt die Herausforderung bei Systrix angenommen, um einfach nochmal an einem größeren Hebel arbeiten zu können. Sehr spannend auf jeden Fall und an dieser Stelle auch viel Erfolg bei der Herausforderung. Okay. Es ist sehr spannend, definitiv. Du hast einen super coolen Vortrag gehalten zum Thema, kann man SEO-Erfolg kaufen? Vielleicht gibst du mal ein Resümee zu dem Vortrag und ein paar Knackpunkte, auf die es dir ankam in dem Moment. Ja, also es ging darum, dass viele Unternehmen sehr erfolgreich SEO aufgesetzt haben. Andere geben Geld aus und es bewegt sich fast überhaupt nichts bei denen. In meiner Zeit als SEO-Berater habe ich dort Erfahrungen gesammelt, mit welcher Konstellation, mit welchem Setup SEO eigentlich erfolgreich ist und bei welchem Setup es eigentlich auch nicht funktionieren kann. Ich konnte damals als SEO-Berater eigentlich nie darüber sprechen, weil das hatte immer einen Beigeschmack, wenn man selbst es anbietet, dass man sagt, irgendwie, der will nur seine Philosophie verkaufen. Jetzt, da ich selbst SEO-Beratung nicht mehr mache, konnte ich heute wirklich mal frei darüber sprechen und einfach aufzeigen, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren können. Wenn beispielsweise Berater anbieten, dass man an der eigenen Website überhaupt nicht machen muss, nur ein paar Links draufsetzen, werde ich vielleicht ein paar kleine Erfolge haben, dass ich für kleine, ein paar wenige Keywords ranke. Ich werde aber nicht diesen überwältigenden Erfolg haben, dass ich wirklich anfange, ein Segment, eine Nische zu dominieren, dass ich mit allen Seiten ranke zu tausenden Keywords. Und das geht halt nur, wenn man wirklich auch selbst an der Seite mitarbeitet. Ich habe es ein bisschen mit einem Fitnessprogramm verglichen, also ich kann mir den besten Fitnesstrainer holen. Bloß wenn ich nicht anfange, selbst jetzt zu laufen und zu trainieren, werde ich nicht fit werden. Und wenn ich die Website fit für Google machen möchte, muss ich eben auch wirklich an der Website arbeiten. Und ich brauche einen Berater, der mir dabei hilft, der mich dazu motiviert, der mir zeigt, wie der Weg geht. Aber vor allen Dingen muss halt das ganze Unternehmen mitarbeiten. Und das kann nicht jemand von außen nur durch Handauflegen machen, ohne jemals irgendwie den Code auf der Website in irgendeiner Form geändert zu haben, den Inhalt zu ändern, die ganzen Prozesse zu ändern. Also ich denke, es wird sicherlich mehrere Tage am Stück füllen, wenn wir das Thema, wie macht man oder wie zieht man SEO-Projekte erfolgreich durch. Aber vielleicht kannst du mal so ein paar grundlegende Tipps geben. Also wo könnte man ansetzen, um zu prüfen, ist das das richtige Setup, was für mein Unternehmen erfolgreich ist? Wo siehst du am meisten Schwächen da draußen bei den Unternehmen selbst oder bei SEO-Agenturen? Wo sind die falsch aufgestellt? Was machen die in der Regel falsch? Oder wo könnte man, 80-20-Regel, wo könnte man mit wenigen Handumdrehen schon viel mehr rausholen? Das Problem beginnt eigentlich schon bei der Nachfrage. Julius Caesar hat mal gesagt, die Leute glauben das, was sie sich wünschen. Und es gibt einfach viele Unternehmen, die keinen Bezug zu SEO haben. Die wünschen sich, dass es halt sehr einfach wäre, dass man jemanden bezahlt, ob das jetzt irgendwie 200 Euro im Jahr sind oder 5000 Euro im Monat. Die einfach sagen, nimm mir das ab, ich möchte mich da gar nicht drum kümmern. Sie spüren einen Druck, dass der Chef sagt, SEO ist ein super wichtiges Thema, das müssen wir auch machen. Aber wollen sich eigentlich nicht damit beschäftigen, sind deswegen ganz froh, dass jemand dort eine Lösung angeblich anbietet. Und da ist einfach der Wunschvater des Gedanken und Glauben, das funktioniert bloß. Es kann halt nicht funktionieren, wenn die wirklich nicht an ihrer eigenen Website arbeiten. Also das ist schon mal das Erste, dass man die richtige Einstellung hat, dass man halt das Projekt Leuten überträgt, die sich damit auch identifizieren und wirklich auch selbst was machen wollen und das nicht nur verwalten. Das Zweite ist, dass wenn man dann die Fachleute hat, im Unternehmen man einen Machtpromoter braucht, weil SEO ist immer eine Querschnittsfunktion. Es betrifft die Redaktion, das Marketing, den Vertrieb, die Gesellschafter, externe Dienstleister. Also muss man mit ganz vielen Leuten und Stellen im Unternehmen reden, um gutes SEO aufzusetzen, was eben rein von extern auch gar nicht gehen kann. Da muss man wirklich in das Unternehmen reingehen. Also es braucht einen intern, der auf jeden Fall die Prozesse schürt, der auf jeden Fall Überzeugungsarbeit leistet, auch im internen, also im Unternehmen selbst. Also er muss die Leute schulen, dass sie überhaupt verstehen und können, was
können das, was sie machen sollen. Aber es braucht dann eben auch einen Machtpromoter, weil es immer zu Konflikten kommen wird, dass der eine sagt, aber das haben wir immer schon, bisher immer anders gemacht. Und diesen Widerstand muss man überwinden. Und im Zweifel braucht man da halt irgendjemand wie beispielsweise einen Geschäftsführer, den Bereichsleiter, der wirklich dahinter steht und sagt, entweder den Leuten einen monetären Anreiz gibt, sagt, SEO, setz dich mit in ein Zielsystem, du kriegst nur deinen Bonus, wenn du auch da mitmachst. Oder notfalls halt immer auf den Tisch schaut und sagt, ist egal, was du drüber denkst, wir machen das jetzt aber so. Und ohne diesen Machtpromoter wird man SEO in manchen Unternehmen schwer implementieren können. Also je offliniger das Unternehmen ist, desto größer das Unternehmen ist, desto schwieriger wird das. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist immer Bosch. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Waschmaschine von denen gekauft und wunderte mich, warum Bosch unter Waschmaschine nicht in Top 100 bei Google steht. Der Klassiker Vollwaschautomat. Genau, und sie nannten das Vollwaschautomat. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist, in so einem eher konservativen Unternehmen sowas zu ändern, wenn die das seit Jahrzehnten so nennen. Und da braucht man dann wirklich diesen Machtpromoter, der sagt, online ist für uns wichtig und in dem Fall entscheide ich jetzt mal, wir nennen das online wirklich dann auch Waschmaschine, das ganze Ding. Was dann wahrscheinlich auch zum Erfolg geführt hat. Wurde das geändert zwischenzeitlich? Also, es war jetzt kein Kunde von mir, ich habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt. Okay. Ich konnte mir nur vorstellen, wie schwierig das ist von anderen Kunden, wo man auf so Probleme mal gestoßen ist. Ein anderes Beispiel, was ich im Vortrag genannt hatte, als ich noch bei München.de war, dort hatte ich das Stadtportal aufgebaut, wollte München.de eine Vorschaltseite dort machen. Das war im Gesellschafterkreis, Stadtsparkasse München, Stadtwerke München, also auch sehr konservative Unternehmen, irgendwann mal nach langen Diskussionen so abgestimmt worden. Und der neue Geschäftsführer hatte das akzeptiert. Ich sagte, das können wir nicht machen aus SEO-Gründen, eine Ebene zu viel. Es ist auch schlecht für den Werbeverkauf und so weiter. Da braucht man gar nicht näher drauf einzugehen. Vorschaltseiten sind einfach unglaublich. Und habe lange auf ihn eingeredet, bloß er hatte einfach zu sehr Angst vor diesen Gesellschaftern, weil er auch gerade ganz neu war. Die hatten das so entschieden, diese Entscheidung nochmal umzustoßen. Und ich habe den tagelang beredet. Ich habe ihm nachher angeboten, dass das sein Auto wasche, dass er versteht, so ich mache wirklich alles, nur das musst du jetzt irgendwie abbiegen. Er ging immer noch nicht drauf ein. Und nachher habe ich ihm dann nachts am Tag vor der Entscheidung in der Nacht noch massenhaft SMS geschickt mit irgendwelchen kleinen Reimen. Irgendwie hat München hier eine Vorschaltseite, geht die Seite ganz schnell pleite und ähnliche Geschichten. Und da hat er dann wirklich gemerkt, dem scheint das wirklich wichtig zu sein. Das ist jetzt nicht nur ein Spruch oder sonst was. Und er hat dann wirklich an dem Tag dann das nochmal zum Thema gemacht und durchgesetzt, dass es nicht so passiert. Und das war eben Teil auch des Vortrages, dass man dieses Herzblut einfach braucht. Dass man wirklich so lange kämpft, bis man dann wirklich die wichtigen Eckpunkte und Pfeiler eingeschlagen hat. Und dass das wirklich den Unterschied zwischen einem kleinen Erfolg und einem großen Erfolg ausmacht, dass man ein Team zusammenkriegt, was eben wirklich so leidenschaftlich dann um die einzelnen Punkte kämpft und eben nicht aufgibt und sagt, ich habe zweimal gefragt und er hat nein gesagt, ich kann halt nichts machen. Weil das sieht man bei den meisten Seiten. Bei jeder halbwegs erfolgreichen Seite, wenn man dann eine Sideklinik macht und sagt, den Punkt kannst du noch besser machen, dann sagen, ja, wissen wir, aber der Geschäftsführer hat gesagt. Und wenn man sich damit zufrieden gibt und dann ruht, dann wird es halt nie der große Erfolg. Das war auch so ein treffender Punkt von Pascal Fantou heute, der hat auch gesagt, irgendwie 90% aller Unternehmen könnten die Änderung machen, aber wirklich nur 10% ändern es, ja. Eben. Fucking do it, sozusagen. Und das ist wirklich auch, wo sicherlich noch viel Potenzial da draußen steckt. Genau. Ich denke, der Vortrag war super. Alle, die ihn nicht gesehen haben, wird es Slides online geben dazu? Ich weiß nicht, ob ich es online stelle, aber man kann mich auf jeden Fall gerne anmelden, bei Xing, Facebook, sonst wie melden, also kann jeder gerne per E-Mail bekommen. Okay, super. Also wie gesagt, Hans Kronberg im Web mal googeln und dann einfach mal nach den Slides fragen. Spannender Vortrag. Ja, dann kommen wir zurück zur SEO Day in Köln. Ja, ich denke, viel kann man einiges dazu sagen. Was ist so dein persönlicher Eindruck? Was hat dir besonders gut gefallen und wo würdest du sagen, ja, mach das vielleicht nächstes Jahr ein bisschen anders? Also ich fand es bisher grandios. Die Location ist toll. Dieses Stadion hier, es ist wirklich eine ganz ungewöhnliche Umgebung mal. Ich kannte es vorher von ein paar Partys in den kleineren Räumlichkeiten. Ich wusste gar nicht, dass es so riesig ist hier, um das ganze Stadion geht. Eignet sich super für Vorträge. Das Catering war toll. Ich fand die Vorträge gut. Also kolossaler Einstand für eine neue SEO-Konferenz und ich hoffe, dass es die jetzt jedes Jahr geben wird, zumal Nordrhein-Westfalen wirklich auch eine eigene Konferenz verdient hat. Bisher ein blinder Fleck gewesen, ja, was die SEO-Konferenzen angeht. Super. Ja gut, in diesem Sinne würde ich sagen, Hans, vielen lieben Dank für das Interview. Ja, danke, dass du Zeit genommen hast und viele Grüße nach da draußen aus Köln und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.